Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zum heutigen Moto2-Rennen bei MotoGP 16. Mit Bernie Baum, Los Zarco und so weiter und so fort. Machen wir auch gleich los, Imisano. Die Fahrer versuchen, sich zu konzentrieren. Denn nur mit einem starken Start kann man in den ersten Schikanen seinen Platz halten. So schaut's aus, Eddie. Und los geht's hier in Misano wieder. Startfrei. Los zieht er einmal vorne weg. Zarco geht da mit. Rins von hinten. Wir müssen da gleich einmal hart bleiben. Uiuiui. Ui. War nicht ganz so geplant, aber jetzt ziehen da gleich einmal alle wieder durch. Uiuiui, ui, ui, innen, Folger. Oh, da muss man aufpassen. Nein, wer ist da gestürzt? Shit. Morbidelli, oder war das? Ah, fuck. Da habe ich ihn irgendwo berührt wahrscheinlich. Ja, das ist ja im Anfangs-Chaos. Da schießt doch noch Cortese daher von hinten. Sehr geil. Beide. Dynavolt Impact, Intact GP Piloten da gut dabei. Ich mal auf der 3. Auch dabei. Rote. Ja. Jonas, was? Fahr doch vorbei. Nach vorne, der Zug ist eher abgefahren für ihn. So, hier muss man extrem aufpassen. Sie darf nicht zu hart dann in der Schräglage daherkommen. Sonst rutscht man da weg. Muss man noch ein bisschen dosieren. Auch wenn man dann ein bisschen mehr wie die Krieger machen kann. Ist da der Bremspunkt nicht unendlich weit hinten anzusetzen. So, jetzt haben wir da einen Polster nach vorne und nach hinten ein bisschen. Jetzt können wir so ein bisschen unser Renntempo mal suchen. Ob wir hier Misano, haben wir schon ein paar Mal mit dem, oder beim R1 Cup, da sind wir schon ein paar Runden auch gedreht. Dann schauen wir mal, vorne mitgehen können mit unserer etwas schwächeren Maschine, aber den Kurs haben wir intus. Können wir mehr oder weniger im Schlaf fast. Yes! Oh, zweimal das Körb optimal ausgenutzt. Und jetzt schauen, ob wir hier mit dem Spitzenduo vielleicht sogar mitgehen können. Also eins ist auch sicher, wenn wir dann ein Topmotorrad haben im nächsten Jahr. Oh, wir schießen da von hinterher. Ja, das war wahrscheinlich leider Folger. Der hat bei einer gewissen Abstand. Ja, Anstand hat er auch, aber nicht bei diesem Manöver. Macht er einfach die Bremse immer auf. Also Cortese, ich weiß. Also Folger, ich glaube. Er macht es einfach auf. Das ist so programmiert. Ah, da hinten Kurve. Ob man nicht schon einen dicken Vorderkurve, glaube ich, aufmachen muss. Wir kommen ja eh ran. Da darf man nicht zu viel riskieren. Ja, sorry, es wird sich auch wieder längere Rennen geben bei mir, auf jeden Fall. Nur wisst ihr, wie das ist mit der Zeit. Das ist leider. Ich würde am liebsten eh fahren. Könnt ihr mal glauben. Aber wir werden sicher noch das eine oder andere Hunderter auch einstreuen. Solange ist sie das auch wieder nicht, 40 Minuten. So nicht so wie beim Formel 1. Wenn es mal demnächst einmal möglich ist, werden wir mal ein 100er auch bringen. Es geht noch ein Ticken später, obwohl hier die zwei beide will rauskommen im Zweikampf. Oh, hier ist auch so eine Sturzgefahrstelle, wenn man hier wirklich in voller Schräglage dann hier anbremsen muss, schnell. Sehr gefährlich. Da hinten
noch immer vor Rins Folger, glaube ich. Der Rins hatte auch da Probleme, vielleicht in der ersten Runde da, wo ich mit Morbido ein bisschen, glaube ich, kollidiert bin. Vielleicht kann man da auch ins Straucheln. Oh, da muss ich jetzt aufmachen, das war jetzt... Puh, kurz mal erst da. Auf lauter Plaudern ein bisschen den Bremspunkt verschlafen. Ja, hier ist was möglich heute. Zack, auf und los. Da ist auch sehr gefährlich wegen den Stürzen. Ah, und ich glaube, jetzt ist Rins vorbei. Ah, die zwei sind schon gut drauf. Aber mit einem Top-Motorrad, mit dem zum Beispiel von Zarkos, dem Kollege, glaube ich, wenn der Rennfahrer so ähnlich ist wie jetzt, können wir da durchaus gewinnen? Nein! Was ist denn jetzt? Jetzt habe ich so vorsichtig gebremst, der legt mich am Arsch. Was ist denn jetzt passiert? Wieso habe ich jetzt das Vorderrad verloren? Nein, Freunde, was war da? Regie, bitte zurückspulen und Videoanalyse. Jetzt bin ich komplett sprachlos. Ich bin extra extrem vorsichtig eigentlich gefahren. Ich habe zweimal schon vorher die Bremse aufgemacht, dass ich eben ja nicht wegrutsche und plötzlich bin ich weg. Hm. Ach du Scheiße, mein Hinterreifen ist weg. Jetzt sehe ich es gerade. Gripmäßig. Warum ist mein Hinterreifen komplett weg? In Runde 5? Habe ich da irgendwas verpasst? Haben wir die Mechaniker da einen gebrauchten aufgezogen oder wie? Dann bin ich da vielleicht mit dem Hinterreifen weggerutscht. Und da müssen wir jetzt, Freunde, da müssen wir jetzt komplett aufpassen. Ach du Scheiße. Wie gibt's denn das? Ach Gott sei Dank habe ich... Ah, da habe ich noch vom Regen oder irgendwann... Keine Ahnung, Traktionskontrolle 4 drin, aber das passt jetzt eh. Wenn nicht, würde ich es jetzt spätestens jetzt reingeben. So, und jetzt... Ja, jetzt greifen wir mal alle an, weil es den richtigen Abstand zu mir sind wahrscheinlich. Holy. Plus, ich muss ja früher bremsen. Ein bisschen vorsichtiger in gewissen Ecken. Boah, kleiner Mini-Ruckler. Ausbeschleunigen passt Gott sei Dank, weil wir die Traktionskontrolle jetzt drin haben. Da sollte nicht allzu viel passieren. Wollte eigentlich gar nicht. Ich glaube, das darf man immer so auf 2 oder so, oder? Aber wir sehen, in dem Fall brauchen wir es eben. Warum ist mein Reifen weg? Muss ich auch analysieren, was da los war. Haben wir den vom Start weg schon nicht mehr gehabt oder hat er einfach so abgebaut hier? Ich wüsste nicht warum. Vor allem mit der Traktionskontrolle drinnen. Puh. Ach, können wir da noch den einen oder anderen irgendwie überholen vielleicht? Ja, da rutscht man schon wieder hinten. Nein.
die ganze Gruppe, das habe ich alles verloren, die Plätze. Marke ist hinter mir. Ja, komm, sie müssen da noch ein bisschen was machen. Gott ist ey, ja, in echt geht das natürlich nicht. War auch gerade nicht so geplant, aber anscheinend haben die auch alle gerade Probleme. Fahren wir jetzt nicht rennen. Oh, geil. Zumindest Fünfter gerade. Können wir das halten? Baldassare, der Gewinner hier eigentlich. Schießt er noch einmal daher? Ja, noch einer kommt nicht durch. Konter, Bernie Baum. Nummer Rins und Folger jetzt vor mir. Mit dem könnte ich leben. So, mit dem Sturz. Oh, shit. Schön ausholen. Ah, da wäre ein bisschen mehr gegangen, wenn wir rausbeschleunigen. Aber so haben wir auch einen leichten Polster hier. Für die letzte Runde. P5 wäre jetzt geil. Aber die Frage bleibt noch immer, wo ist mein Reifen? Ich traue fast überhaupt nicht in der kompletten Schräglage da zu bremsen. Man sieht, jetzt sind wieder die Kollegen da. Vielleicht kriegen wir nicht eine mitten noch eine ungünstige. So, das passt aber. So, jetzt müssten wir safe sein vorne. Ecke da, könnte heute ein gutes Ergebnis machen. Oh, nicht da drüber. Das war schon fast zu langsam. Jawohl, und wir schaffen es noch auf P5 nach unserem Sturz. Und warum auch unser Reifen verschwunden ist. Vom Gummi, aber so früh dann auch noch dazu. Habe ich überhaupt einen Cup seit Anfang an? Ich weiß nicht, war die Anzeige defekt? Puh. Schnellste Runde von uns sogar? Geil. Coole Sache. Zacko vor los. Rins und Folger Vierter. Jo, sehr geil. Muss ich mir gleich selber in der Wiederholung anschauen, was da mit dem Reifen ist. Das gibt's ja nicht. Haben wir da... Ah, jetzt habe ich weitergeblättert. Shit. Egal. So viel wird nichts passiert sein. Schauen wir uns das nächste Mal an, die Gesamtwertung. Ihr könnt kurz auf Pause drücken, wenn ihr wollt. Sorry. Flotter Aufregung jetzt. Habe ich weitergedrückt. So, es geht gleich weiter nach Aragorn fürs nächste Rennen. Kommen wir nur darauf an, wann ich dann dazukomme. So, genau, Aragorn. Dann, das ist ein Event. Dann kommt schon Motegi. Philipp. Puh. Sebang sind jetzt aber nicht wirklich Rennen, wo ich sage, jetzt muss ich unbedingt den 100% fahren. Philipp mit dem Hügel. Puh. Ja, Motegi vielleicht. Aber Motegi muss ich auch testen. Wie es da drauf sind. Aber mit der Moto 2 könnte es wieder passen. Moto 3 wieder auch so meine Probleme gehabt. Oder Valencia Abschlussrennen, dass man da vielleicht auch ein längeres Rennen einstreuen. Ja, Minimum 50 machen wir, glaube ich, auf alle Fälle. 100 müssen wir schauen. Sebang 100. Puh. Müsste ich schauen, wie die KI so drauf ist. Boah, das mit den Reifen. Bis jetzt haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt mit dem Verbrauch. Und da jetzt schon, ich habe zumindest in Runde 5 einmal drauf geschaut. Muss ich mir jetzt gleich in der Wiederholung anschauen. Das gibt's ja nicht. Vielleicht habt ihr da auch eine Idee oder habt was gesehen, was ich übersehen habe. Ja, somit recht herzlichen Dank. Das war's wieder mit MotoGP. Demnächst geht's wieder weiter. Wenn ich Zeit habe natürlich. Formel 1 und MX natürlich auch weiter am Start und ein bisschen Star Wars. Ja, wie schaut es dann noch weiter aus? Mafia 3 werden wir auch spielen, denn das 2er war ja auch bei euch gut dabei oder gut besucht auch, ja. Das werden wir sicher daddeln. Nach Mafia 3 Wochen später, 21. August.
nicht August, 21. Oktober, Battlefield 1. Mal schauen, ob wir da die Story spielen und vielleicht ein bisschen Multiplayer oder... Ja, mal schauen, ob ihr da Bock drauf habt oder auch nicht, wenn wir dann sehen. Mal schauen, ob ich da was mache. Mafia mal definitiv. Riot 2 ist ja auch in den Startlöchern, glaube ich. Da werden wir definitiv reinschauen und mal auf unseren Kanal mal auf alle Fälle. Ob das vielleicht ein bisschen mehr Bock macht wie das 1er. Ich habe mir gedacht, ich kaufe es mir nicht, aber Nürburgring und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das Fahren ist leider wieder... Ja, ich meine, das hat mir nicht so hundertprozentig gut gefallen. Ich weiß auch nicht warum. Aber mal schauen. Mit den ganzen neuen Motorrädern, was es da so gibt, kann schon wieder ganz interessant werden vielleicht. Aber wir fahren ja nur, ja, es ist ja nicht so klassisch wie hier mit Qualifying und das Rennen, dann startet man da nicht immer von der vorgegebenen Position oder so. Das müsste man doch auch irgendwie optional einstellen können, oder? Das ist ja, das gibt's ja nicht. Aber ist egal, Ride 2 Menü, das ist eh alles geil designed und so. Das finde ich eh ganz nice, was da immer so angeboten wird. Aber dann das Rennen und das nächste Rennen, wieder die gleichen Dinger, nur mit einem anderen Motorrad, wieder die gleichen Strecken und wieder das gleiche und immer das gleiche dann mit der Zeit leider. Das ist halt dann ein bisschen, ja, müssen wir schauen, wie wir das machen, wie weit wir kommen, wie es uns Bock macht, wie es mir Spaß macht, wie es euch gefällt. Schauen wir einfach. Ja, für dieses Video soll es das gewesen sein. Ich sage recht herzlichen Dank und wir sehen uns, wo haben wir gesagt, im Motegi. Nein, Aragorn jetzt das nächste. Und dann gleich Motegi. Da sehen wir uns wieder. ja, freue mich schon. Moto 2. Aragorn, definitiv wieder eine Herausforderung. Sturztechnisch auch. Aber wenn wir da natürlich vorne mit dabei sein wollen, muss man da schon einen guten Speed gehen hier. Das haben schon jetzt auf die meisten Strecken ganz gut eingestellt. Ja. Okay. Das war's. Danke. Bis zum nächsten Mal und ja, knallt noch einen Daumen raus, wenn's es schafft, nach oben. Ich schaff's ja selber auch nicht immer bei alle Videos oder ich denke auch nicht immer dran, aber ich gebe euch mal einen kleinen Denkanstoß und würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht schaffen wir hier bei diesem Video jetzt einmal ganz so spontan vielleicht den einen oder anderen Daumen mehr als bei allen anderen Videos. Würde mich wirklich sehr freuen. Gut, das war's. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.